herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich war mal wieder shoppen, Leute. Ich bin ja jetzt Fahrradfahrer. Ich muss mir jetzt dreimal überlegen, was ich mitnehme, wo ich hinfahre und wie ich da hinkomme. Ja, dementsprechend habe ich alles mitgenommen, was ging. Ne? Ich war bei Teddy und bei Rossmann. Bei Rossmann habe ich nur ein bisschen Kleinkram geholt. Fangen wir mal an. Ne? Also bei Rossmann, nee, bei Teddy. Oh, jetzt bin ich ganz durcheinander. Nee, bei Rossmann habe ich dieses wundervolle Geschenkpapier für den Kindergeburtstag meiner Tochter gekauft, ne, weil sie sagte nicht, was sie sich wünscht. Deswegen habe ich schon mal Geschenkpapier. Ne? Ganz einfache Nummer. Ja, bei Rossmann gab es auch unter anderem noch Klopapier. Und richtig nice. Ich habe mir ja wieder einen Wolf gegoogelt mit Weizenallergie und nicht Weizenallergie. Wir haben auf jeden Fall Quinoa gepufft, hatte ich früher immer. Ich weiß gar nicht, warum ich das vergessen habe. Kann man super Müsli essen. Ist nicht ganz günstig, muss ich dazu sagen. Aber für Leute mit Weizenallergie auf jeden Fall geeignet. Genauso wie Amaranth. Ne? Amaranth ist eigentlich quasi genau das gleiche, nur ein bisschen dünner gepufft, würde ich sagen. Ich finde, Quinoa erinnert mich immer noch ein bisschen an meine Honigpops. Ne? Zumindest rede ich mir ein, dass es so ist. Ne? Ja, dann gab es hier wieder von Burti das Waschmittel. Da würde mich auch mal interessieren, Leute. Habt ihr für schwarze Wäsche, für Buntwäsche und für weiße Wäsche ein Waschmittel? Und dann noch für ein Feinwaschmittel? Also ich baller hier einfach das überall rein, ne? Ich habe da auch gar keine Lust, mir 1000 verschiedene zu kaufen. Ja, dann braucht mir nochmal WC frisch. Dann war ich in der Bodylotion-Abteilung und habe ein Herzkasper bekommen. Bodylotion ist auch ganz schön teuer geworden. Ich habe mich jetzt für diese hier entschieden. Auch kurz in Frage gestellt, es gab Bodylotion, die ich zuerst wollte, von Garnier, glaube ich, mit Hafer. Bin ich jetzt auch gegen die Bodylotion eigentlich allergisch oder ist das nur, weil ich es esse? Essen wollte ich sie nicht, ne? Naja, aber ihr wisst, was ich meine, wenn es über die Haut reingeht oder nicht. Wusste ich gar nicht, keine Ahnung. Wollte ich auch nicht ausprobieren, deswegen habe ich mich für die von Nivea entschieden. Dann. Hat dort Kinzig zum Fasching, ne, weil ich nicht genug Sauerei-Produkte zu Hause habe, mir ein Pastellspray für die Haare ausgesucht. Jetzt überlege ich gerade, die Kleine hat dunkle Haare, ob das überhaupt geht, weil es ja heller ist. Naja, werden wir sehen, sonst werde ich bald rosa rumlaufen. Ich sehe auch aus, ne, Leute, ihr wisst, ich Fahrradfahrer und so, ne, da sieht man nicht mehr gut aus, dann ist das vorbei. Dann war das hier im Angebot, das habe ich auch mal mitgenommen. Das war anscheinend günstig. Ich weiß gar nicht, kann mich gar nicht dran erinnern. Auf jeden Fall habe ich eine Spülung noch gekauft. ja, dann brauchte ich noch, eine neue Zahnbürste. Ich glaube, man sollte ja alle paar Monate wechseln. Und ich meine, jetzt gefühlt schon ewig und dort ist es nicht mehr schön. Da habe sogar ich gemerkt, dass ich was Neues brauche. So, ich glaube, jetzt kommen wir auch schon zu den Teddy-Dingen. Mein Kind wollte nämlich gerne Schulsachen. Also sie ist 4, ne? Aber ist jetzt ja cool, irgendwie alles zu rechnen, alle Buchstaben zu können und weiß der Geier, was man alles können muss. Naja, da haben wir dann auf jeden Fall dieses Buch gefunden. Meine ersten Buchstaben, das hatte ich ganz gut. Das ist hier mit so einem Wegwischstift und das ist auch ein Wegwischbuch. Also hier kannst du unendlich oft deine Buchstaben lernen. Fand ich ganz toll. Mal schauen, ob sie es dann auch immer noch gut findet. Ich habe ein bisschen Angst, wenn man vor der Schule zu viel Schule spielt, dass man während der Schule gar keinen Bock mehr hat, dass das schon in der ersten Klasse losgeht. Wir sind da eure Erfahrungen. Ja, dann habe ich einen super Sale für 55 Cent für die Kleinen noch einen Haarreif mitgenommen. Kann man immer haben. Und wenn nicht, dann nehme ich ihn gerne auch zum Schminken. Ne? Ja, dann habe ich schon mal für den Geburtstag einen Folienballon und hier so eine Wunderkerze mitgenommen. Den gleichen gab es auch für 7 Euro. Ich habe den für 2 genommen. Also so ganz unterscheiden kann ich den Spaß noch nicht. Ja, dann habt ihr gesehen, dass ich schon ein bisschen am Nähen, am Ausrasten bin. Ich habe schon meinen Reißverschluss noch gekauft. Ja, ich habe noch einen. Dann habe ich auch noch mal weißes Nähgarn mitgenommen. Ich habe zwar ein Set mit 1000 Farben, aber die passen im Zweifel nie. Und dann ist immer der Unter- oder der Oberfaden leer. Und dann nähe ich da so mit 2 verschiedenen Fäden. Das sieht alles nicht aus, ne? Jetzt werden wir professionell mit Weiß. Mit Negat von Teddy, ne? Professionell, ihr wisst Bescheid. ja, also das haben wir noch von Rossmann. Das ist auch noch ein Schulbuch, ist auch sehr wichtig. Genau, dann habe ich einen Duft mitgenommen, ne? Habe ich schon lange nicht mehr gekauft. Dann gab es bei Teddy noch... Ah, das habe ich mir mitgenommen. Wie gesagt... Geburtstag. Ich werde es bestimmt nochmal brauchen für Cupcakes oder so. Fand ich ganz cool. Hier so ein Icing-Ding. Das hat mich schon die letzten Male bei Teddy immer angelacht und ich wollte es schon immer mal haben. So, und mein Kind hat sich dann dieses für die Schule ausgesucht. Leute, das ist der teuerste College-Block meines Lebens. 5 Euro hat das Ding gekostet. Aber der hat jetzt hier diese Dinger. Das war natürlich ein Highlight.
Und dann ist das auch noch mit Lineal und weiß der Kuckuck was. Ich bin gespannt. Also wenn das Ding hier nicht wertgeschätzt wird, mein Kind später kein Einser-Kandidat wird für die 5 Euro, die ich investiert habe, dann weiß ich auch nicht. Oh. Achso, Gummi natürlich auch, ne? Ganz heikles. Also ich hatte sowas nicht in der Schule. Ja, dann gab es hier so Zeug zu verschenken. Das hat das Kind, glaube ich, eingepackt. Es ist ein Autospiegelschoner. Da ich jetzt kein Auto habe, ist es sehr nötig, dass wir es haben. Aber es wird sich jemand bestimmt drüber freuen. Also es war zu verschenken. Es war nicht 20 Cent, sondern wirklich umsonst. Dann hast du noch eine Geburtstagskerze. Fand ich übrigens richtig hübsch. Die habe ich schon mal mitgegriffen. Ja, dann habe ich mir hier, das habe ich letztens bei so einer Näh-YouTuberin, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, gesehen, hier diesen, wie heißt das nochmal, Lederimitatstoff. Da werden wir auch irgendwas draus zaubern, das finde ich ganz cool. Vielleicht eine Tasche oder so. Dann habe ich hier für die Mützen, also Jersey gab es echt wenig. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt richtiges Jersey ist. So ein bisschen stretchy ist es zumindest. Wollte ich noch meine Mütze oder sowas draus machen. Ist aber, glaube ich, schwierig, weil die Tiere sehr groß sind. Ne? So ein Stoff kostet hier übrigens 3 Euro. Das 80 mal 60 sollte auf jeden Fall für eine Mütze reichen. Oh. Ach ja, eine Schere habe ich noch gekauft. Die habe ich auch schon gleich gebraucht, weil ich mir auch noch Draht gekauft habe. Der ist im Fahrrad. Und mein Fahrrad rein zerschrott ist und ich da was festklemmen musste. Ja, das hier war auch zu verschenken. Ein Tankdeckelbezug. Ich wusste in meinem Leben nicht, dass es sowas gibt. Den habe ich mir Chromnägel gekauft. Mega, die will ich auf jeden Fall ausprobieren. Ups, ich habe mir die kleine ausgesucht. Dann gab es noch mein toller Vorschullernblock. Da kann man dann auch irgendwie so lesen, schreiben, rechnen. 10 Formen, weiß der Kuckuck was. Also da gibt es ganz verschiedene Sachen. Ich glaube, das ist ganz cool für Kinder. Danne, danne, danne. Achso, habe ich noch einen Stoff mitgenommen. Einen etwas härteren. Da wollte ich so ein kleines Täschchen draus machen, in der Hoffnung, dass es klappt. Mit 2 Euro gekostet, finde ich, das geht, um es zu versuchen, ne? Kannst du nichts verkehrt machen. Dann hat sich das Kind schon immer dies hier gewünscht, für ihr Faschingskostüm. Ja, sagen wir nichts zu als Haargummi, ne? Wichtig. Oh, dann habe ich was gekauft. Finde mich eigentlich auch sehr schön mit meinem Preisschild. Und zwar ein Bewegungsmelder. Ich habe das letztens bei Freunden im Bad gesehen und total praktisch, wenn die Kinder nachts auf Klo müssen. Schon immer mal gesucht und nie gefunden. Jetzt habe ich es gefunden. Ich bin gespannt, ob das gut ist. Dann habe ich Häkelborte anscheinend gekauft. Wahrscheinlich fand ich es schön, weil es mit Rüschen ist. Okay. Da habe ich mich jetzt doch ein bisschen aufgerungen, mir hier mal so eine Nähclips mitzunehmen. Weil so ganz freie Schnauze geht zwar eigentlich gut, aber ihr wisst, ne? Ja, mein Kind hat dann für Fasching noch diese Dinger bei Rossmann mitgenommen. Hier diese typischen Schmink-Mitmach-Stifte. Oh, den teuersten Becher von Welt, weil den wollte sie schon immer mal haben. Und ich habe jetzt ja gesagt, ich glaube, das Ding kostet 6 Euro. Ist schon hübsch, ne? Könnte ich auch mir ein kleines Getränk rausgönnen. Vielleicht hat sie ihn ja schon wieder vergessen. Ja. Dann, Mensch, wir haben ordentlich zugeschlagen. Ah, hier wollte ich auch noch eine Tasche draus machen. Ich dachte, ich hätte nur eins davon gekauft. Hat auch 2 Euro gekostet. Ich finde, das geht wirklich. Das ist 80 mal 60. Da kann man schon irgendwie was Süßes draus machen, was sonst 10 Euro kostet. Also bin ich günstiger dabei. Dann haben wir richtig lange über dieses Bügelbild diskutiert. Gab es auch als Einhorn. Erstmal fand ich es günstig für 2 Euro, wenn ich mir die anderen ansehe. Wir brauchen noch das passende Ding oder, ja, weiß man noch nicht, wo wir es rauf tun. Ich habe schon überlegt, irgendwie vielleicht einen Beutel zu nähen oder so. Gar nicht mal auf ein Oberteil oder so, aber ich fand es irgendwie voll süß und der ist voll weich. Ja, da fällt mir eine Verwendung, ganz sicher. Das ist die gute Schere fürs Kind. Ich glaube, damit kann man auch Stoff schneiden. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war zumindest in der Abteilung. Und ich muss sagen, die Kinderscheren, es tut mir immer so im Herzen weh. Sie versuchen was zu schneiden, es geht einfach nicht. Weil das Papier biegt sich dann um diese Schere rum. Mit einer normalen kann sie es. Deswegen dachte ich, ach, was soll's. Habe ich hier noch Müll? Ich glaube, das war's. Stopp. 2 Sachen habe ich noch vergessen. Was ich auch richtig cool fand. Und zwar ist das, kennt ihr diese Naschi-Ketten? Wir haben schon eine gebastelt. Dann kann man die selber machen. Habe ich noch nie gesehen. War auch nicht ganz günstig, hat 3 Euro gekostet. Ich glaube, sonst kosten die, kriegt sie hinterhergeschmissen. Aber fand die Idee super cool. Da sind auch größere Formen bei. 2 haben wir schon entwendet, ne?
Und meine Kleine wollte auch unbedingt so einen Ohrenwärmer haben wie ich. Das ist jetzt... Nee, stopp, das ist meiner. Sitzt in rosa. Wo ist denn der? Ich glaube, damit läuft es immer noch rum. Deswegen habe ich ihn euch nicht gesagt. Aber sowas haben wir in rosa auch noch gekauft mit so Öhrchen dran. Genau. So, war auch genug, ne? Haben wir uns mal richtig gegönnt. Ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, Kinder.